Na, fragst du mich? Bin ich da drin? Glaube ich, bestes gehst du einmal und besorgst du Kontaktlinse. Besser besorgst du zwei, ist noch eleganter. Du kannst doch nichts vollgas. Na, bist du täpert? Na, das geht nicht. Musst du langsam anfangen. Und glaube, bestes gehst du vielleicht einmal zu Onkel Doktor. Hast du Onkel? Hast du Doktor? Da gehst du hin, okay? Sagst du, bitte machen Sie bei mir einen kompletten Generalservice. Und ich glaube, wenn ich dich so anschaue, Beste, nimmst du vielleicht Organspender gleich mit, weil dann geht's schneller. So, der Nächste, bitte sehr. Ich glaube, das ist jetzt Krivernetz, gell? Na bitte, Krivernick, bitte. Aha, Krivernick. Demnach sind Sie auch nicht die Eierstockentzündung. Waren Sie bitte Platz nehmen, Herr Krivernick, bitte sehr, hat mir die Schwester die falsche Kartei hereingegeben, bitte sehr. Ja, danke, Herr Doktor. Dankeschön. Ich war eh schon vor 14 Doktor, ich bin nicht mehr der. Ich hab die Probleme gehabt beim Waldlauf, gell? Na, langsam, Herr Krivernick, wenn ich Sie korrigieren darf, Ihre Probleme sind nicht wirklich der Waldlauf, Ihre Probleme sind der Kreislauf, ne? Wenn ich mir da so Ihren Befund ansehe, Herr Krivernick, na ja, ich meine, das einzig Negative ist der Aids-Test, aber man, von nichts kommt halt nichts, gell? Aber sonst haben Sie relativ fleißig gepunktet, vielleicht, wenn ich kurz ganz frei die Schmankerl zitieren dürfte. Ja, Rivarocci, 80 zu 190, Triglyceride 526, Gamma-GT 417, dann haben wir Cholesterin 799. Sicher, da waren, da kommt was zusammen im Laufe der Zeit, das ist ja klar, das ist... Und was tun wir da, ich mein, was verschreiben Sie mir, ha? Na ja, Herr Krivernick, ich bin ein Verfechter der Sanftmedizin. Fangen wir vielleicht einmal langsam an mit Moorpackungen. Ach so? Aha, ja, bitte, ich mein, ja, wenn das hilft nicht. Na ja, nicht wirklich, aber Sie gewöhnen sich einmal langsam an die feuchte Erde, Herr Krivernick, wissen Sie? Doktor, ich meine, jetzt bitte nicht böse, also Ihr Humor in Ehren ist keine Frage. Nur, schaut, ganz ehrlich, mein Problem ist wie folgt. Ich müsste da bis knapp vor neun Jahren, sollte die eigentlich einen Pokal gewinnen. Wissen Sie, was wollen Sie? Einen Pokal wollen Sie gewinnen? Mit Ihrem Stoffwechsel? Ja, was, das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Ich meine, was... Aber Herr Krivernick, schauen Sie, ich meine, Ihnen wird doch auch einleuchten, ein altes Mercedes-Diesel-Taxi mit 400.000 Kilometer, das ist nicht wirklich ein Rennwagen, das ist schon Kategorie alter Scherm. Ne? Da sind wir uns ja einig. Ne? Na ja, schauen wir mal, was essen Sie denn so den ganzen Tag, Herr Krivernick? Ha? Na, jetzt werden aber Sie mal schauen, ha? Herr Doktor. Ha? Was glauben Sie, das ist? Sie sind ja sagen, nichts mehr. Na ja, gut, da haben wir es. Also kein Wunder, wenn es ihn zusammenpackt. Also wirklich, wo, ich meine, also wenn ich sowas her, also wirklich, also bös könnte werden. Na, ich weiß eh nicht, aber ich muss so tun. Ganz, Herr Krivernick, wenn Sie jetzt nichts essen, dann ist das ganz genauso, wie wenn Sie in Ihr Auto keinen Sprit hineintanken und wollen damit nach Salzburg fahren. Ne? Das wird nicht gehen. Das leuchtet auch Ihnen als medizinischer Laie vielleicht ein. Sehen Sie? Ja, also was wir jetzt schauen müssen in Zukunft ist, dass wir mit möglichst wenig Benzin möglichst weit kommen. Und dabei einmal die alten Reservekanister aufbrauchen, ja, die wir da so mitschleppen im Kofferraum. Ich möchte sagen, es ist ja schon fast ein kleiner Kombi, nicht? Und dann steigen wir vielleicht einmal um auf Superbenzin, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schauen Sie, das ist ganz einfach. In Ihr Auto, da tanken Sie ja auch lieber den Tiger hinein und nicht die Schweinebrunze, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist ein Multitrainer, jetzt sage ich das gleich. Das ist ein... Nein, ich muss noch mal auf. Wenn ich auf bin, gibt's es. Das ist ein Bodybuilding-Center. Das ist so ein. Das habe ich in meinem Teleshopping habe ich mir das gekauft. Super. Ich muss noch auf. Du!
Jo, geht schon. Na, das Ding kommt aus Amerika. Das haben sie mit der NASA entwickelt. Ja, das hat die Astronauten. Ne? Weil die müssen ja trainieren, die Astronauten. Das ist ja klar, man, das ist ja topfit. So, ja, du bist halt ein der Raketen, müssen die trainieren, dürfen aber keine Handel und keine Gewichte mitnehmen. Klar, wenn der nutzlos. Wenn man die da Kontrolle haben unterwegs, die lassen sie aussteigen. Auch gleich die Amerikaner sind da hart. Und darum haben die das Ding da entwickelt. Ja, super. Kostet 3.500 Schilling, ist ja gut locker wert. Wirklich wahr. Nein, so. Ideales Gerät. Das Ding heißt Arnold. Ja, ich weiß nicht wieso. Ich mein, eigentlich müssen sie ja Pinocchio heißen, nicht? Man kann mit dem Gerät, laut Beschreibung, kann man damit 57 Körperteile trainieren. Ich meine, ich habe nicht so viel, aber es ging nicht. Man war schon interessiert, ein paar Übungen kann ich schon, ja, kann ich ein bisschen was vormachen, warum nicht? Also, was auch für Schultertraining, ist das? Ich meine, Armtraining. Es geht nicht mehr ganz schön, obwohl man das nicht so sieht. Ja, dann Bein, das mache ich immer da unten, das ist auch. Geht auch, dann machen wir Bauchtraining, das geht dann so in etwas als Bauch. Dann kannst du den Kopf trainieren zum Beispiel, ja. Da kann ich den einen Kopf, dann mache ich das, der eine Kopf. Es geht aber auch der andere Kopf. Also ich kann den zweiten Kopf, mache ich dann da und dann, ui, halt, ich habe einen Alarm. Halt's kurz bitte, ich habe einen Alarm. Ein Alarm. Halt, da holt's was. Ich hab schon. Und aus. So, das ist nämlich jetzt, das ist so. Jetzt muss ich da irgendwie. Nein, ich hab da nämlich. Nicht langsam, halt. Nein, ich lasse das da aus und dann. Nein, jetzt wird's gefährlich. Ja, jetzt hängt's noch wo, gell? Warte, ich muss um. So. Super. Irgendwann halt's rum, du Klumpert. So, also passt auf, ich habe mir da jetzt gekauft und zwar, das ist jetzt ein Pulsmesser. Das misst ganz genau Computer, ja. Misst, wie viel Herz ich habe. Schauen wir gleich, wie viel Herz habe ich. Eines. Aber da bin ich im falschen Mode, da muss ich mich weiter drücken. So, ich habe schon, sehe ich schon. Nein, Herzschläge muss ich schauen. Ich habe jetzt gehabt 135 Herz pro. Ja, wie gesagt, diese 135, wurde mir eh angezeigt, und das ist bei mir zu viel. Und wenn ich da drüber komme, roter Bereich heißt das, und wenn ich, also das kann sein, dass ich anrebe, auf gut Deutsch. Das heißt, Standtabelle, da zerreißt sowas nicht. Und darum muss ich jetzt warten, bis ich wieder herunten bin auf 80 Hertz pro. Selbe wie natürlich vorhin, ja, das ändert sich nicht, ja, und dann darf ich weitermachen. Und das, was ich jetzt dazwischen tue, das ist die lohnende Pause. Ja, das heißt wirklich so, das sind dich jetzt bitte alles Sachen aus der Sportwissenschaft, Sportmedizin, ist für euch vielleicht als Hobbysportler oder Nichtsportler eben, ja, ist es eben nicht so relevant, aber für mich als Leistungssportler sind so Sachen dann wirklich, nein, ich bin jetzt schon im Leistungsbereich, ja, weil ich gehe heute zum Beispiel zum ersten Mal auf die Nacht in meinem Leben gehe in ein Fitnesscenter. Ja, das hat mir der Toni, hat mir da die Rutsche gelegt, der geht da in so ein Studio, Superbowl Club heißt das, das ist so, da beim Herrn Sepp muss ich mich melden, darf ich nicht vergessen, da muss ich fragen, nein, aber das ist, auf das freue ich mich schon, weißt du? Herr Meier, was ist mit dir? Gehst du auch mit ins Fitnesscenter, oder was? Was mache ich in einem Fitnesscenter, bitte, jetzt? Schau mir an, Conan war mein Papa, jetzt. Ja, aber du gehst ins Fitnesscenter, du Wappler. Hm? Ja, dann stinkt es wenigstens woanders, weil die Völlerei da im Amtszimmer, da geht mir ja schon fies auf den Zager. Hm? Ich meine, ehrlich, ich meine, da schweißeln sie rein, ich meine. Was ist es da? Hm? Ein Testkammerl von der Burgitte, oder was? Überhaupt. Die ganze Trainiererei, die ganze blöde Art geht mir schon langsam am Zager. Nicht? Müsli fressen den ganzen Tag, ich meine. Ein Provokant, glaubst du, hast jetzt auch mit der Mittagspause beim Tisch nicht gewonnen als Biest, wie? Ich meine, jetzt, der ist Supersportler, oder was? Vergiss mich. Geh was einkaufen. Ja, was kaufst du denn? Leberkassemen? Nein,
Tischtennisbälle. Tischtennisbälle gekauft. Ich glaube, die Bälle sind schuld, weißt du? 21,19. Das war eine Hinrichtung. Ich will es gar nicht bereden. Ich glaube, die Bälle, bitte läuft. Ich spüre nur mehr alles aus dem Bein. Weißt du, ich stehe nur mehr so beim Tisch. Ich komme nicht alle, weißt du? Ja, 3 Kilo sind schon wieder weg, nicht? 2 Kilo Fett, 1 Kilo Brünn. Ja, nein, weil ich möchte das jetzt einfach irgendwie, muss ich sagen, mir ist jetzt gefährlich, wenn man dann im Wettkampf was passiert, da rennt man was aus, aber Kontaktlinsen, das ist ja wirklich gescheiter. So eine kleine Sportausrüstung haben wir jetzt auch schon zurechtgelegt für das Fitnesscenter heute. Das Notwendigste halt, was man halt braucht, nicht? Und da habe ich jetzt auch immer meine Sachen zum Essen schon selber mit, weil ich ja komplett meine Ernährung umgestellt habe. Komplett. Ja, und zwar, ich habe einen Ernährungsplan von meinem Mechaniker, also vom Arzt halt, nicht? Ja, und jetzt weiß ich endlich, was mein Körper nämlich wirklich braucht. Gut, ich muss sagen, ich habe früher einmal gewusst, was ich brauche, so in etwa. Also, das war mal in der Früh nichts, dann 10 Uhr Vormittag einmal 2 Leberkässemmeln, kurz Cola, ein paar Pfefferone. Und ja, zum Mittag sind wir sowieso gegangen auf ein Mittagsmenü, entweder runter zum Chineser auf einen Job, auf ein, das im Neuen, oder? Aber machen wir auch ja, die Pizzeria, nicht auf der Quattro-Stagione. So eine Pizza mit permanenter Euro, da drin sagen wir alle. Ja, dann am Nachmittag dann ein kleines Kaffeetscherl. Ja, dann Rivislspitz oder Bunschkapfel oder irgendwas. Ja, und auf die Nacht, wenn du heimkommst, was gescheit's. Ja, ein Gordon oder ein Schnitzel oder. Ja, Fleischlaberl oder ja, Bochene Leber. Oder machen wir sogar vegetarisch, da muss man mit der Zeit gehen, was ein Bochene Emmentaler, Bochene Kammerpferd oder was. Ne? Und dann, ja, zum Einschlafen halt so beim Fernsehen schon ein kleiner Imbiss noch so ein Betthupferl halt. Ne? 500 ein neues Set oder. Obwohl, das ist dann eigentlich nicht wirklich mehr ein Betthupferl, das ist schon mehr so ein Bettfestnagel. Ja, aber also, das war das, was ich geglaubt habe, dass ich brauche. Nicht wirklich. Also, und darum ernähre ich mich jetzt wirklich nur mehr bewusst. Und jetzt ist mir wirklich bewusst, wie gut das alles geschmeckt hat. Es ist. Ich war. Ich war jetzt nämlich sogar schon mal in einem Bioladen. Ja, ich meine, ich bin eh so reingegangen, dass mich keiner kennt. Weißt du? Das tut ja keiner. Da hat sich der Kollege da, was ich bis da unten durch. Und da habe ich mir dann gekauft so eine Fruchtjoghurt. Und ich muss sagen, ja, mein Gott, weil die bemühen sich sicher, das will ich gar nicht. Also, aber es hat schon mal ein bisschen so eine Farbe, ja, wie wenn du der Heidelbeer Nömix isst und dann speibst, weißt du, das ist so. Ja, aber ich muss sagen, fairerweise muss ich sagen, es schmeckt. Ach so, also es ist. Es, gut. Ja, aber der 4 Kosten tut sogar mal das Dreifache, nicht? Das, ja, klar, da muss die Arbeitszeit auch dazu rechnen, nicht? Von dem, der. Aber es ist ja so, das wissen die wenigsten nämlich, du kriegst auch im normalen Supermarkt alles, was der Leistungssportler, also ich in dem Fall, wirklich braucht. Na, ich kaufe nur mehr reduzierte Ware, ja, man habe ich früher auch gemacht. Nicht nur früher, weil ich kaufe die preisreduzierten Sachen, ne, wo du halt neben der Kasse da irgendwie um ein anderes Land so, Ware abgelaufen, aber doch noch da, nicht die Sachen, ne? Aber jetzt kaufe ich die kalorienreduzierten Sachen. Nicht? Alles, was ist cholesterolfrei, alles, was also, wo oben steht, leicht. Das ist nämlich dasselbe, das ist noch ein anderer Spruch, das wissen die wenigsten drum. So sage ich auch zur Erklärung dazu. Nicht? Weil die müssen von den neuen Lebensmittelgesetzen genau draufschreiben, wo es nämlich drin ist. Ja? Gut, haben es früher auch gemacht. Nicht? Topfen, Butter, Margarine, Milch. Ja, gut. Das ist die Überschrift. Ja? Ja? Mich interessiert der Aufsatz hinten auch auf gut Deutsch. Nicht? Weil ich gehe mit meinen Ernährungsplanken einkaufen. Schau ich gleich, was brauche ich heute? Täglich brauche ich 465 Gramm Kohlenhydrat,
122 Gramm Protein, 83 Gramm Fett, alle Vitamine, Vitamin A bis Vitamin Z durch die Bank, ohne Ausnahme. Ja, dann alle Mineralien, alles was Mineralien, also habe ich gleich alles daheim, was man wirklich, also alles fürs Lauer, Preblauer, Küsinger, Römerquelle, Alpgel, also wirklich durch die Bank. Und dann brauche ich Arginin, Ornithin, Lysin, Pyroglutamat, Gamma, Aminobuttersäure, essentielle Aminosäuren, Massive Optimizer, Wett, Kleinanet, L-Carnitin, Kreatin, Carotin. Ja, und mit dem Einkaufszettel bin ich dann gegangen in ein Lebensmittelgeschäft und die hat mich in die Formhandlung geschickt. Ja. Und, ja, und da habe ich mir gedacht, da muss ja was anderes geben. Und da hat mir jetzt der Toni aus dem Fitnesscenter, hat mir da jetzt was besorgt und zwar Sportlernahrung. Freunde, ein Traum. Nein, so wertvoll wie ein kleines Steak, aber wirklich, nein, am Tag brauche ich, dann habe ich alles was. Ich meine, gut, das schaut jetzt vielleicht, wenn du zuschaust, schaut das ein bisschen deppert aus, das weiß ich schon, aber weißt du, wenn das einmal lieb angerichtet ist, weißt du? Nein, das ist schon lecker. Und vor allem eins ist, geschmacklich kannst du nicht enttäuscht sein, weil das schmeckt immer gleich, noch nichts. Das einzige Problem, was ich damit habe, das ist, ich habe schon von klein auf, von Kind her, aber es ist so eine Schluckphobie. Ich glaube, das heißt so. Ein Schluck auf jeden Fall, aber so ein, also, nein, ich krieg kein Pulverlobe als Kind, unmöglich. Nein, oben schon, sofort, zack, oben. Aber 3 Sekunden später, ja, kriegt. Nein, Todesangst. Nein, das kann ich kaum beschreiben. Du bitte, nein, Würganfälle, die haben alles mit dem Arzt haben's probiert, was die geschüttelt haben, wie am Kopf geschüttelt. Ja, die Pulver als Gummibärle angezogen, sinnlos. Nein. Das Einzige, was bei mir gegangen ist, sind Zapferl. Ja, Mann, da, nicht, das ist ja klar. Hinten habe ich es nicht gesehen und dann habe ich es geschluckt, das ist ja klar. Aber. Gut, aber die Neuchen, das ist ja schon, ich meine, das ist schon so glatt, weißt du, das ist schon, die bauen das schon so, nicht? Das flutscht aber da weißt du gar nicht der Geschichte, nicht? Also, ich bin kein kleines Kind, das ist ja alles, was ist ja alles da oben, hm? Gut. Schund. Das war eine Quälerei, nicht? Ich habe eh gefragt, aber dieses Zapferl gibt es nicht. Da habe ich schon gefragt, das ist nicht handelsüblich. Nicht? Schade, aber das war natürlich, obwohl ich war auch blöd. Da bist du irgendwo zum Essen eingeladen und sagst, dann gib es selber mit. Reinspaziert. Einer mit dir da, willkommen im Super Bowl Sport und Fitness Center. Einer mit dir, ich bin da selbst, passt schon, ja. Alles klar. Erste Frage, warst du schon mal in einem Fitness Center? Blöde Frage, vergiss es. So, gleich mal vorweg, damit wir uns gleich mal richtig verstehen, wir sind da kein exklusiver Club, ja. Und sowas brauchst du ganz gerne, wenn man hart ins Alcatraz, die gespritzte Abteilung, ja. Ich glaube, ein Golfschlag ist ein Sportgerät, aber bei mir spielt es anders so. Okay? In dem Motto. Also, gleich mal vorweg, da kannst du gerne machen, ein gratis Schnuppertraining. Das heißt, du trainierst einmal eine Stunde und ich komme dann schnuppern. Und wenn du nicht aus alle Löcher raussaftelst, ja, wie ein tibetanischer Jack, ja, zerreiß ich da eigenhändig den Clubausweis, weil ich darf das, ja, weil ich bin da Präsident von dem Club, Cheftrainer, Besitzer, aber da kannst du selbst zu mir sagen. Ja, Herr Sepp, ich soll mich eh bei Ihnen melden. Und zwar folgendes: Ich bin nämlich ein Schulfreund vom Toni. Scherzgeber, was? Der Toni geht ja lange nicht mehr in die Schule, bitte. Nein, ich bin ein ehemaliger Schulfreund. Er hat gesagt, er ist eh da.
Ist der Ton nicht toll? Sicher ist der Ton nicht toll, Mann. Was heißt, ist der toll oder der Mörzel bei uns? Mann, was ist mit dir? Ich habe Pein, weil ich heute noch mehr Affe mit der Hausanlage. Vizemittelschwimmmeister. Vizemittelschwimmmeister. Ja, bist der Kap einmal. Hm? Herr Vizemeister, kannst du gerne mal eingreifen, dann klein, um so eine Schlacht, um einen Wanderpokal. Achso, ein Wanderpokal vom Leistungswandern oder was? Keine Spaß über unseren heiligen Graal. Hm? Das nehmen wir unser Pokal vom Tetralon. Von was? Bitte, was ist ein Tetralon? Was ist ein Tetralon? Man, der darf was in der Schule. Fünfkampf. Tetra. Hm. Kommt von dem Milchpacken von den Fünfeckigen. Ne? Unsere Tradition ist auf die Globmeisterschaft in dem Motto. Ja. Machen wir mal so, was ich, knapp so zwischen Weihnachten und Neujahr, legen wir das immer hin. Ein Abschluss von einer würdigen Saison in dem Motto. Und Silvester gibt es eine Siegerehrung, da fliegt die Fetzen. Nicht? Was, Silvester? Das geht sich genau. Das ist heute nicht, das ist ja genau. Super, bitte, da mache ich mit. Ne, sehe ich, mitmachen kannst. Aber reißen wirst du nichts. Ne? Da spreit sich jedes Jahr der Weizen bei unseren Titeln, mein Lieber. Ne? Ja, haben sich auch die Koryphäe an den Finger verbrennt, mein Lieber. Ne? War der andere Wind. Da schau her. Geht schon los unten, der oben. Kannst gleich oben gehen. Mach gleich mit der Kittel. Ne? Aus den richtigen Männern gewinnen den Titeln und bleiben dabei. Was ist los? Drau, was ist denn los? Oh. Na, man konditionell kennt ihr ja bitte. Na, aber so kann ich nicht mehr. Oh. Was ist mit der Hupferette? Aber die Kittel und sehr ruhig, danke, wird man das schon beibringen. Ja, Fisch im Moos. Warte, bitte. Die war mein Fitness am 1986 Jahren auf. Weißt du, also wirklich sportlich, aber doch. Weißt du, blond, also alles noch wirklich. Ne? Und dann, die hat nämlich so geile Gewandel noch. Weißt du, diese, so, na so, dieses eng, da so, das, na wo sie am Gürtel auch haben, diese, weil das, mein gut kenn nur vom Beifall oder so. Nein, mein, nein, wenn ich meine Runden draußen, nein, dienstlich, ne, wenn man Hydranten kontrollieren oder was. Ne? Und das sind so, also wie soll das jetzt, ich mein, na, noch geiler wie. Weißt du, ganz. Ja, ich muss sagen, da könntest du auf den Geschmack kommen, mein Lieber. Ich meine, nicht auf mehr Obi-Geschmack, aber so auf den Geschmack halt allgemein kannst du kommen. Nicht? Also, gut, obwohl ich mir solche Sachen tue, mir gar nicht den Kopf zerbrechen, weil ich habe andere höhere Ziele, mein Lieber. Das sollen andere tun, so wie der Gute, unser Brotmeister. Gell? Servus, Uschi, geht's da? Tut sie? Nichts tut sie? Super. Und sonst? Auch nichts, super. Auch schon lange nicht da, gell? Geht's dann? Fleißig? Na, super. Und sonst? Gehst du in die Sonne heute? Und gehst? Vierer? Super, geh auch. Ja. Okay, sehen wir uns, gell? Hallo, Manuela, servus, geht's da? Tut sie? Nichts tut sie, super. Und sonst? Fleißig, super. Ich möchte nicht oben machen, das ist ein netter Kerl. Vorhin, der Bursche, ja, ist jeden Tag von 10 Uhr Vormittag bis um 10 Uhr Nacht da. Täglich, ja. Und riert kein einziges Drummer. Ich muss sagen, nein, da war sogar ich als Beamter beeindruckt. Nein, wirklich, also Hut ab! Wirklich? Ja. Also da, ja. Aber er ist ein netter Kerl. Er bringt mir jeden Tag mein Auto heim, weil ich liege auf seinem Weg. Also, ja,
Super, nicht? Also, nein, aber bevor ich selber da einen Parkplatz suche dagegen, nicht, oder mit der Straßenbahn fahre, dann vielleicht zu Fuß ins Fitnesscenter gehen. Na ja, gut, okay, dann mal weiter. Ich meine, das ist ja ruhig, das ist ja, ich meine, das ist eine Weibersache, nicht? Braucht kein Mensch. Das ist, ja, bitte, Bauch, Bein, Po, Stunden, ne? Bitte. Hobby, brauche ich nicht, ne? Da gehe ich jetzt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, gehe ich lieber runter jetzt einmal ins Ding, ins Ausdauerbereich. Das ist das, so Vorarl. Kennst du das? So Standvorarl, nicht? Kondisch hinten, Ausdauer, weißt lang, 5 Minuten wirklich hinhalten auf Pässe, nicht? Jetzt schauen wir gleich mal, ob ein Vorarl frei ist. Das ist also alles besitzt, das ist ein bisschen. Warte, ja, der Toni fährt aber auch, geh, Toni, geh. Du, wie viele Minuten hast du noch? 3 Stunden. Jo, das ist aber das mein Kleinanzeiger. Das weißt du, hast du da hättest. Jo, jo. Ja, dann geh ich dabei oben, geh in die Muskelkammer zu der Kraft da, die Kraft da. Da war ich nämlich auch noch nicht. Das ist sicher ein Spaß, da schau ich mich oben. Das ist sicher ein He. Na, du geh morgen, da hab ich. Ja, ich find das auch ehrlich gesagt kindisch und deppert. Diese offenartige Muskelpubertäre offen. Da, das ist auch wirklich, mein, das ist ein Blech. Obwohl, als Bub wollte ich immer so ausschauen, gell? Daheim kommt so ein Romanheftel, so ein Bäri Rudern. Und da war, auf der letzten Seite war immer so nach oben so eine Werbung. Ja, so ein Vorher, nachher. Das gestanden in 60 Tagen zum Herkules. Nur das Gerät hat damals kostet 700 Schilling. Nicht? Das war so ein fetter Batz im Open, war das. Nicht? Und der Vater wollte für so einen Plätzchen einfach kein Geld geben. Ja, dort wäre es lieber um die 700 Schilling was anderes gekauft, von seinem Romanheftel. Nicht? In 60 Tagen wieder volles Haar. Ja. Jetzt hat er ein Toupet und mir hat er. Weihnachten der voriges Jahr hat er mir jetzt dann so eine Schwarzenegger-Video-Edition geschenkt. Alles Hohn wahrscheinlich. Gell? Aber ich bitte eins möchte ich schon sagen, ja, so wie der Schwarzenegger. Ja. So wird er nie ausschauen. Ich meine, das ist ja unappetitlich. Ich meine, sagen wir es ehrlich. Ich meine, das ist ja ungustös. Seine Verunstaltung des menschlichen Organismus. Ja. Ich meine, ehrlich, ich meine, widerlich. Bitte, wart da beim Schuhbandel zubinden, nämlich mit Dunkel am Oberschenkel aussieht. Also, wart da. Da, also, nein, gut, ich kann das jetzt auch vormachen, weil ich die Wampen dazwischen habe, nicht? Aber, das ist ja wirklich unkostös, ich meine, sagen wir es ehrlich. Obwohl, gut, aber ein bisschen Muskeln darf ich schon annehmen, weißt du, ein bisschen so, ich meine, nicht wie eitel bin ich mir da wohl, ist doch, nein, aber für den Sommer so, weißt du, fürs Boot oder was, das war, weißt du, gell, ne? Obwohl, es gibt ja Leute, die finden jede Form von Muskeln überhaupt hässlich, nicht? So wie der Meier zum Beispiel, nicht? Jetzt, wenn du mich fragst, sehen wir alle einen Sprung im Schüssel, die ganze Bodybuilder. Ich meine, schau sie mir an, die Komplex lang. Die ganze Kornette, da sind wir noch das, wenn die ganze Muskeln weg sind, die Hosen haben, die Wappler. Und der Meier den Zumpferl nicht ein bisschen zu viel bedeuten. Man darf das nicht immer so im Vordergrund schieben. Die Hobbypsychologen machen das auch immer so gern, gell? Fällt ja nur deswegen so ein starkes Auto, weil er so ein ganz Zumpferl hat. Na klar, jeder KT-Dieselfahrer sitzt mit so einem Lotto-Sitzer drin, der weiß, wer lenken soll, nicht? Ja, ein Blödsinn. Da. Man darf das nicht überschätzen, das will ich eigentlich sagen. Weil, ich meine, ehrlich, einmal, was ist so besonders dran? Ich meine, gut. Ich meine, gut, das sehe ich mein nie, nicht? Aber was ich. Ja, was ich so jetzt so vom Hören sagen? Ja, also, sagen wir so, Designerpreis gewinnt kein damit. Also, da bin ich verinnert, da kein Strich mit Zeichen. Das wirklich. Und sagen wir uns ehrlich, ja. Wenn wir über so Sachen offen reden, warum nicht ganz? Ja. Wie oft am Tag brauchst du denn wirklich? Ja. Gut, ein bisschen Wiesel, klar, nicht? Ja. Aber sonst. Klar, dass man gern öfters benutzen darf. Mal, keine Frage, sofort haben wir da nicht. Nur ist es meistens so, dass es so ist, was am Zupferl dran hängt, jetzt die Kleinigkeit da, nicht? Die ist nicht so appetitlich, dass sie alle jetzt auf der Straße gleich umreißen. Da fangen dann die Brüsseln das erste Mal an. Nicht? Ja.
Und wenn du jetzt nimmst, zum Beispiel im direkten Vergleich, in der direkten Challenge, ja, bitte, ein schöner, kräftiger Oberarm. Weißt du? Da kannst du einer Frau auch schon Freude machen. Ja, bitte machen wir mit so einem Gurkenglas auf. Ja, du. So. Habt ihr euch alle vorgestellt? Ja, bitte. Schwendeln. Ne? Und wenn es in der Apotheke nämlich keine Pulver gehabt, weißt Arnold Oral. Hm? Dreimal täglich, kluck, 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 kluck. Ne? Und nach 14 Tagen, bumm, zack, puff, zack, bumm, bumm, zack, puff. Kommen auf einmal die Geschwüre, ne? Mein Lieber. War der Meier der Erste, der steht in der Apotheke. Ne? Mit so einem Packel 1000 einstecken, wenn es sein muss, ne? Der war sicher nicht der Einzige, gell? Wenn ich stange da, gebe ich zu. Wenn du so ein Zapfel gehabt, ne? Und, jo, geh. Jo. Und die Damen, ja, brauchen da gar nicht blöd mitlachen jetzt, ja, weil als Dame, ja, oder Frau, gilt jetzt für beide, ja, ja, da.